Zum 40. Mal finden die nationalen deutschen jüngsten Tennisturniere statt. Und das an verschiedenen Orten hier in Lippe. Wir sind heute in Bad Salzuflen und wollen den jungen Teilnehmern über die Schulter schauen. Denn auch Größen wie Boris Becker und Steffi Graf haben in ihrer Kindheit an den jüngsten Tennisturnieren teilgenommen. Dieses Turnier findet grundsätzlich in den Hauptsommerferien statt, weil die Teilnehmer aus allen Bundesländern kommen. Es fängt mal an mit 290, diesmal sind es knapp 800 Kinder, die sich auf die verschiedenen Vereine verteilen. Wir haben hier auf der Platzanlage 124 Meldungen gehabt. Ich heiße Ron-Leo Zasen und nehme jetzt das dritte Mal teil. Es macht mir halt Spaß, immer in Bewegung zu sein und mit Freunden so ein bisschen abhängen. Ich würde gerne in die Hauptrunde kommen und dann noch ein bisschen weiter, aber muss mal gucken, ne? Wenn man dann gegen so einen Kracher muss, dann kann man ja nicht gewinnen, ne? In Bad Salzuflen und Leopoldshöhe spielen die Jungen der Kategorie U10. Bei dem Turnier ist viel Engagement, auch rund um das Spiel und das Spielfeld selbst gefragt. Die Teilnehmer zählen durch lautes Ansagen selber ihre Punkte und Sätze mit. Auch das Spielfeld wird von den jungen Spielern selbst abgezogen und von den Eltern oder Zuschauern gesprengt für ein optimales Spiel. Ich heiße Finn und ich nehme jetzt das dritte Mal beim deutschen jüngsten Turnier teil. Seit 5 Jahren spiele ich ungefähr Tennis und ja, es macht mir sehr viel Spaß. Beim Turnier ist es halt ziemlich cool, dass man auch gesehen werden kann von den Leuten, dass sie auch sehen können, wie man spielt und dass man sich verbessert hat. Zum Beispiel Leute, mein Trainer zum Beispiel, der guckt halt auch immer beim Turnieren, spiele ich halt ganz anders als im Training. Also ich bin auf jeden Fall froh, dass diese beiden Jungs jetzt beim Verband mit trainieren durften, dass sie schon ein bisschen mitschnuppern an den vermeintlich besseren Jugendlichen. Und das gibt ja unglaubliche Motivationsschub für die Jungs. Also diese trainieren ja nicht so viel. Die haben 2 Stunden in der Gruppe und 1 Einzelstunde. Und hier laufen auch Kinder rum, die spielen das an einem Tag. Ja, das ist die größte Möglichkeit, würde ich sagen, gegen die Besten in Deutschland zu spielen. Die beiden Lipper, Finn Pehle und Ron-Leo Zasen, sind am ersten Tag ausgeschieden. Doch in der Pokalrunde haben sie die Möglichkeit, weiterzukommen. Aufgrund der hohen Teilnehmeranzahl mussten einige Spiele nach Leopoldshöhe verlegt werden. Hier und an anderen Standorten in Lippe finden dann noch bis zum 31. Juli die Wettkämpfe statt.